Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Sneak Peek Terra Online. Ich bin Dennis oder Classify LP und ja, wir sind endlich hier in Arborea, im Server Arborea. Und es ist dieses Wochenende so, dass es zwar kein echtes Sneak Peek Event ist, es gibt auch kein echtes Sneak Peek Event mehr, aber es ist ein Spieletest vor der Closed Beta und ich habe mich dazu entschieden, jetzt, obwohl ich noch ein bisschen erkältet bin, einfach zu Let's Playen, gucken, wie weit wir kommen. Ich werde wieder versuchen, in Englisch weiterhin vorzulesen. Beziehungsweise, ich habe gar nicht in Englisch vorgelesen. Ich habe jetzt vor, in Englisch vorzulesen. Falls ihr Englisch nicht könnt, schreibt es in die Kommentare. Und Leute, die gut Englisch können, können von mir aus gerne mir Texte schicken, die die Übersetzungen enthalten. Ich wäre euch dann sehr dankbar, würde euch auch namentlich nennen, weil ich glaube nicht, dass ich genug Zeit habe, die ganzen Texte nochmal zu übersetzen, da die ganzen Questtexte wirklich lang sind. Ja, also ich hoffe, dass irgendjemand sich dazu bereit erklärt. Ich wäre, wie gesagt, sehr dankbar. Ja, ansonsten, wenn ich einen Closed Beta Key bekomme, werde ich auch versuchen, dann nochmal da reinzuschauen und dann auch auf Deutsch zu spielen, weil, wie gesagt, jetzt ist es noch nicht möglich. Ab der Closed Beta soll es irgendwann möglich sein, nicht unbedingt gleich am ersten Wochenende, sondern vielleicht ab dem zweiten oder dritten. Dann würde ich nochmal anfangen. Des Weiteren ist es so, dass nach diesem Testwochenende alle Charaktere wieder gelöscht werden. Das heißt, in der Closed Beta müssten wir nochmal von vorne anfangen. Das würde ich dann auch tun. Die Open Beta werde ich vielleicht auch nochmal anprobieren, wenn ich noch Zeit habe. Allerdings geht die nur 6 Tage, also wäre da auch nicht viel mehr zu erreichen. Aber mal gucken. Jetzt möchte ich allerdings nicht mehr zu viel dazu reden. Wir sind auf dem Server Arborea. Ich habe schon ein bisschen immer mal angespielt mit verschiedenen Klassen. Aber die Story, also die Quests, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach nur geguckt, was so ganz interessant ist. Und ja, dann erstellen wir einfach mal einen neuen Charakter. Außerdem muss ich noch sagen, dass das Spiel immer noch in einer Alpha ist. Es können extrem viele Fehler auftreten. Und das Spiel läuft nicht sehr flüssig. Also ich entschuldige mich jetzt schon, falls es manchmal zu Rucklern kommt in dichter besiedelten Gegenden. Ich habe viel eingestellt, das ist bei weitem nicht mehr auf den höchsten Einstellungen. Ja, ich hoffe einfach, dass die Framerate immer noch hoch genug ist. Ja, also wir haben die Menschen, die Castanic, die Amann, die Popori, die Elin, die Baraka und die Hochelfen. Ja, also die Klassen, die, glaube ich, jeder kennt, Rassen, die jeder kennt, sind die Menschen und die Hochelfen. Alle anderen sind auch ganz interessant. Ich werde jetzt zu jedem die Texte vorlesen, da ich finde, die sind ganz gut geschrieben worden. Ja, fange ich mit den Menschen an. Human. Alone we gain hope, together we gain victory. Millennia of wandering brought the humans into contact with every other race living in the world of Terra. Their knowledge and understanding of the civilized races made them the perfect coordinators for building an allied society. The Valkyon Federation represents a new hope for the world, with humans at its core. Also ich versuche jetzt einfach immer nur vom Sinn so ein bisschen ansatzweise zu übersetzen. Also die Menschen sind sozusagen die Kernrasse des Spieles. Alle Rassen hier haben sich sozusagen zusammen verbunden, um gegen die Bösen, wer auch immer die Bösen sind, zu kämpfen. Ja, und die Menschen spielen eine zentrale Rolle. Dann die Castanic. Cunning, fiery and ready to seize their destiny. Known for their dark, wry humor and bold manner, Castanics refuse to be chained to their dark past and now strive each day to forge a new future. Fierce and independent, Castanics make superb allies or deadly enemies. Ja, also die Castanics hatten eine dunkle Vergangenheit, versuchen diese jetzt allerdings, ja, also auszublenden und nochmal von vorne anzufangen. Sie können gute Verbündete sein oder tödliche Gegner. Dann die Amann sind ziemlich riesig. Übrigens, ich weiß nicht, irgendwie finde ich sehr cool, dass sie Rassen sind, die man aus anderen Spielen jetzt nicht so kennt. Gut, vielleicht habe ich auch nicht genug Ahnung von anderen MMOs. Ich muss da sagen, ich bin jetzt nicht der Profi in MMOs. Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Abkürzungen bedeuten.
Egal. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß mit diesem Spiel haben. Und ich hoffe, ihr habt das dann auch. Aman. Freedom and honor are not given, but earned. After millennia, as warrior slaves to the giants, Amani are enthusiastic about the new era of equality. This new era of equality. Their endurance of slavery and their newly won freedom demonstrate the strength of their bodies and of their will. The Amani strive to suppress the violent nature forced upon them by their captors. Given provocation, however, it will rise to the surface. Also die Aman wurden von den Giganten versklavt und wurden jetzt durch die neue Ära befreit und sind sehr enthusiastisch und freuen sich, auch mitzuhelfen, denke ich mal. Dann die Popori, die irgendwie so ein bisschen aussehen wie Panda-Bären hier in dem Charakter-Dings, aber hier nicht. Ja, Nature is eternal, Popori are nature. Nature guardians awakened by the Alans. The Popori's live harmoniously in the natural world. Their diminutive stature and warm fuzzy appearance belies their instinctive ferocity in battle. They may walk upright, but their emotions and instincts are closer to the animals they once were. Confident and unashamed, Poporis rarely feel guilt, embarrassment or... Ich glaube, da steht Sadness. Auch ein Problem. Das Spiel ist für sehr hohe Auflösungen und große Bildschirme ausgelegt. Ich habe allerdings momentan nur einen 17-Zoll-Bildschirm und deswegen kann ich hier das kaum noch lesen. Ja, die Popori, ich weiß nicht, was man zu denen sagen soll. Sie sind halt sehr verbunden mit der Natur und entgegengesetzt zu ihrem Aussehen können sie gut austeilen. Dann die Ellen, auch sehr merkwürdig, so Hasenohren, naja, egal. Innocent waves on the outside, immortal spirits on the inside, imminent defeat to other side. Never aging, the wise and battle-worn Ellen still appear as vulnerable and innocent as their goddess was in the moment of their creation. Also known as the daughters of Elinu, these divine spirits are committed to upholding their goddess' dream, keep nature safe, no matter the cost. Also, erstens, die altern niemals, was schon mal sehr merkwürdig ist. Dann sind auch sie mit der Natur verbunden, sie versuchen sie zu schützen, egal zu welchem Preis. Ja. Dann die Baraka, tauscht mal das K, also KA mit dem RA, dann finde ich das ganz lustig. Oder einfach das R mit dem K, genau. Das finde ich lustig, dass das eine, weil das heißt auf Japanisch etwas, was eine Beleidigung ist und das ist doof, aber irgendwie auch lustig. Baraka, knowledge illuminates the past, focuses on the present and kindles the future. A peaceful and noble race. Barakas are nonetheless ferocious in defense of the weak. They are descended from giants, though they have rejected the giants' lust for conquest. Their imposing presence conceals the true strength, meine Güte, ich verlese mich heute, oder lese falsch, ist schrecklich, of their minds. Baraka are giants in intellect as well as physically. Ja, sie sehen auch ziemlich riesig aus, so golemmäßig gigantisch, ja. Also sie sind Abkömmlinge der Giganten, aber anstatt wie die Giganten auf Eroberung auszugehen, sind sie eher ja, der Intelligenz verschlagen, was halt nicht wirklich passt zu dem Aussehen. Ja, und dann die allgemeinen Hochelfen. Das sieht übrigens auch aus wie eine Frau, nur ohne, ja, Busen. Egal. Faith in others is nothing without faith in oneself. High Elves are eager to prove themselves trustworthy allies of the Federation. No one questions their skills, but some question their hearts. The Elves strive to overcome their own xenophobia, acquired in the aftermath of an all too recent war. Ja, also die Hochelfen versuchen, sehr gute Partner in der Föderation zu sein und ich glaube, Xenophobia, war das Aussterben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls scheinen sie ziemlich schlecht dazustehen momentan durch den vorherigen Krieg. Ja, es ist mir eigentlich noch ziemlich egal, welche Rasse ich nehme. Ich habe noch nicht alle Boni davon
mir angeguckt. Außerdem sind sie alle ganz cool. Außer vielleicht hier was zur Hölle. Und die hier weiß ich auch nicht so, ist nicht so meins. Ansonsten sind sie eigentlich alle interessant. Aber da mir die Castanic irgendwie so am meisten gefallen und dazu noch weiblich, damit die auch was zum Ansehen hat. Ich könnte eigentlich auch einen Mann wählen, also einen männlichen Castanic für die Frauen, aber ich habe nicht so viele weibliche Zuschauer wie männliche, deswegen bleiben wir mal bei ihr. So, jetzt wählen wir noch die Klasse aus. Da gibt's auch ganz viele. Übrigens, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, aber jede Rasse kann jede Klasse haben und insgesamt gibt's 8 Stück. Ja, fangen wir mal mit dem normalen Krieger an. Dynamic Fluid Fighters who wield dual blades. Warriors rely on lightning fast speed in combat. They wield a weapon in each hand, attacking in perfect coordination. A warrior's relatively light weapons and armor emphasize precise timing and pinpoint accuracy over brute force. Allies trust warriors to hold the enemy's attention. Diese Sterne hier sollen ungefähr angeben, wie stark sie sind in verschiedenen Bereichen. Allerdings ist es meiner Meinung nach nicht vergleichbar, weil zum Beispiel der Archer hat hier 1, 3 und 2 und der Warrior hat halt 5, 3, 4 und nochmal 3. Das ergibt keinen Sinn, das ist also nicht zu vergleichen, deswegen finde ich die etwas nutzlos, die Angaben. Dann der Lancer, also der Lanzenkämpfer mit Schild. Bold Guardians who attack and defend with equal skill. Lancers are stalwart defenders, protecting and safeguarding their allies from enemy attacks while dealing exceptional damage with both lance and shield. A charging lancer is a fearsome sight to his enemies, implacable as death and unstoppable as the tide. Dann der Slayer, also der Schlechter so ein bisschen, mit einem Zweihandschwert, was gigantisch ist. Ja, egal. Sword-swinging fighters who dance with death. With their tremendous great swords, slayers create a fearsome sight on the battlefield. Though fast on their feet, they prefer overwhelming brute force to precision. Der Berserker arbeitet mit so einem, ich glaube es ist eine Streitaxt, die auch gigantisch ist, ist einfach ein bisschen übertrieben, egal. Rampaging marauders of the battlefield. Berserkers' attacks may appear to be wild and driven by fury, but the axe's swing is more focused than it appears. The Berserkers' attacks are difficult for foes to predict and defend against. Dann der Sorcerer. Den werde ich übrigens auch auswählen, weil er mir ganz gut gefällt. Potent minds wielding arcane might. Sorcerers harness and focus arcane magic. Through their lance-like discs, also diese Discs sind die Waffen, fand ich ein bisschen merkwürdig im ersten Moment, aber ist ganz cool eigentlich. They kill from afar, during great damage to clusters of their foes. Some say the side effect with the most capable sorcerer, capable sorcerer will win the day. Dann der Bogenschütze, Archer. Swift sharpshooters who strike from a distance. Archers can thin the ranks of an enemy army, firing volley after volley with deadly accuracy. They are not well armored, but a foe who engages an archer in melee combat soon learns just how mobile and elusive archers can be. Dann der Priester. Divine warriors blessed by the gods. Priests channel the power of the gods to heal and protect their allies. They reject heavy armor and weaponry in return for the potent tools of their deity. As long as the divine connection remains strong, priests are resolute in battle. Und dann gibt's noch den Mystic. Animatic casters walking the fine line between the darkness and light. Mystics channel the primal power of the world. In addition to magical attacks and healing, Mystics can drain their foes' very essence, using it to bolster their allies. Ja, wie gesagt, ich möchte den Sorcerer nehmen, weil ich es ganz cool finde. Und dann gehen wir jetzt in die richtige Charaktererstellung. Die ist meiner Meinung nach noch wirklich erweiterbar, aber sie bietet schon einige Möglichkeiten. Hier gibt es ein paar Presets. Und man kann auch einfach auf Random drücken, dann wird irgendwas kombiniert.
Allerdings kommen da manchmal so merkwürdige Kombinationen raus, also ja. Aber bei den Castanics geht das eigentlich. Bei den Hochelfen habe ich Sachen gesehen, die einfach nicht passen. Weil ich bin der Meinung, dass Hochelfen keine so... Ja, ich weiß nicht. Ich hätte es euch vielleicht auch mal zeigen können, aber erstmal möchte ich euch einmal das Gameplay auch zeigen, bevor wir da rumexperimentieren. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, es ist schade, dass eigentlich nach einem großen Anspielen, also heute, vielleicht spiele ich morgen auch nochmal ein bisschen, dann alles wieder gelöscht ist, aber gut, es ist auch eigentlich nur ein Test. Und ja. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Die Pre-Builds, ja, nehmen wir einfach mal das erste Pre-Build und dann können wir ja noch weitermachen. Hier die verschiedenen Frisuren und Kopfschmuck, Gedöns. Sieht übrigens sehr cool aus, finde ich. Dieser Kopfschmuck. Oder gehört das zu ihrem Körper? Da bin ich mir eigentlich nicht sicher, aber es sieht nicht so aus. Oder doch? Keine Ahnung. Das finde ich doch ganz cool. Hier war das... Hier die Haarfarbe? Ja, das war hier. Das ist manchmal auch nicht ganz eindeutig, was jetzt wo ist, aber hier war es klar, dass die Haarfarbe ist. Grün ist halt ein bisschen merkwürdig. Blau. Blau passt irgendwie nicht zur roten Haut, finde ich. Nehmen wir mal dieses Orange-Rot. Dann Face-Presets. Da finde ich es auch sehr merkwürdig. Also da kommen wir noch zu, aber die Augenfarbe lässt sich meiner Meinung nach nicht direkt einstellen. Es geht nur irgendwie per Make-up. Das ist sehr merkwürdig. Was nehmen wir denn hier für eins? Nehmen wir mal das. Hier kann die Hautfarbe bestimmt werden. Von ganz dunkel bis ganz hell. Nehmen wir mal diesen Rotton. Dann sieht es so ein bisschen aus wie ein Teufel. Oder ein Dämon. Achso, das ist auf der Seite. Nee, ohne Ohrringe gefällt mir besser. So, und hier können wir jetzt... Seht ihr, oder sieht man es? Ja doch, die Augenfarbe ändert sich, wie ihr seht. Und es gibt meiner Meinung nach noch keine andere Einstellungsmöglichkeit dafür. Nehmen wir mal das. Und jetzt hier, das ist halt sehr viel einzustellen. Die Augenbrauenhöhe oder Entfernung. Also wie weit das hervorsteht, kann man hier auch einstellen. Die Cheekbones, was war das? Wangenknochen, genau. Kann man auch einstellen, wie weit die rausstehen oder reingezogen sind. Ich stelle jetzt einfach mal ein und erzähle dazu noch mehr. Das Kinn, wie weit das raussteht oder nach unten ist. Die Breite hier so. Sieht eigentlich nicht unbedingt schlimm aus, aber ein bisschen merkwürdig dann doch. Und das ist, ach so, von der Seite sieht man das besser. Wie weit das nach vorne gedreht ist. So, die Augen. Ja, das sieht zum Beispiel schon mal sehr merkwürdig aus. Shape. Ja, so am besten. Immer blind rumlaufen. Oder mit den Augen geschlossen, muss ja nicht blind sein. Machen wir mal so, die Augenhöhe, weiter oben, weiter unten. So. Ja, ich finde die Grenzen sind noch sehr weit, aber so gibt es wenigstens sehr viele Charakter-Einstellungsmöglichkeiten. So, den Körper an sich kann man übrigens nicht ändern, nur das Gesicht. Und die Hautfarbe natürlich. Jetzt, achso, Enkel waren wir ja gerade. So. Inner Brow und Outer Brow, also die Augenbrauen, kann man auch noch einstellen. Finde ich so okay. Und die Nase, die Nase, ich hab deine Nase. Oh mein Gott, der hat deine Nase. So, achso, Moment, was? Das ist auch merkwürdig. Größe, so, hä? Es sieht halt überhaupt nicht aus wie Größe, aber gut. Dann die Nasen, ups, die Nasenbrücke. Da, Nase, Bridge, wie breit die ist, so. Und die Nasenflügelweite, Breite, so ein bisschen. Kann man auch einstellen.
Achso, und die Nasenspitzenbreite. Oh Gott. Ich freue mich schon, wenn ich in der Closed Beta, falls ich endlich einen Key bekomme, ich weiß nicht, ob ich einen bekomme, wenn ich das alles auf Deutsch lesen kann. Eigentlich kann ich relativ gut Englisch, aber so on the fly übersetzen, also direkt übersetzen, ohne zu wissen, was man da übersetzt, das kann manchmal ganz schön kompliziert sein. Was ist das denn? Oh ja, genau. Eingebrochen. Der, wo ist gerade? Zwischen also 16 oder 17. Machen wir mal 17, so. Der Mund! Ganz oben, ganz unten. Ganz oben sieht ein bisschen merkwürdig aus. Breite. Breitmaulfrosch. Oder so. Grins. Ich glaube, da gab's. Ja, genau so. Das sieht sehr merkwürdig aus. Ja, die ganze Zeit mit dem Mund offen. Lieber nicht. Was ist. Achso, ich glaube, das sieht man von der Seite. Ja, genau. Ob man heraus. Duckface oder eben nicht. Okay, das sieht auch sehr merkwürdig aus. So, und. Smile oder. Sad Face. So. Und die Ohren. Elfenohren, so. Noch. Okay, das sieht sehr merkwürdig aus. Genauso wie das. Also die Extreme sehen meistens schon ganz schön extrem aus, aber es sollen ja auch Extreme sein. Ob sie mehr rausstehen oder mehr anliegen? Lieber so und. Größe. Ach so, weil es so große Ohren waren, sah das noch etwas merkwürdiger aus. So, ich bin zufrieden damit und jetzt kann man hier schon mal ein paar, ja, Outfits sich angucken. Kleidungsstücke für später. Was auch etwas merkwürdig ist, aber das werde ich später zeigen, die Rüstung, es gibt nur ein Oberteil, Handschuhe und Schuhe. Ich glaube, es gibt nicht mal Helme, aber es gibt vor allem keine Hosen. Das heißt, es ist echt merkwürdig, aber die laufen so häufig so rum mit, ja, frei sichtbarem Hintern. Ich glaube, das soll mehr Verkaufszahlen bringen oder ich weiß es nicht. Ich meine, es wirkt ja auch. Für Männer ist das sicherlich nicht unattraktiv, ne? Ja. So, aber wir gehen erstmal wieder mit dem Standard-Outfit, weil so sehen wir am Anfang eh aus. Dann kann man noch die Stimmhöhe eigentlich nur einstellen. Zwischen ganz niedrig oder ganz hoch. Die mittlere Einstellung ist eigentlich ganz gut. Also auch da sind die Extreme meiner Meinung nach nicht so schön. Dann der Name. Wir nennen es einfach mal Classify, gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert super. Dann können wir finishen. Woo!